Also wir freuen uns, lieber Thomas Treppner, das wird dich auch hier bei uns haben heute. Und ich mache eine kurze Vorstellung von dir, aber gerne kannst du dann auch noch was mit ergänzen, wenn es mir nicht gut genug gelungen ist, sozusagen zusammenzufassen. Also du bist ja Fachwirt für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, aber das war eigentlich nur der Anfang, sozusagen deinem Weg zum Experten auf dem Gebiet der Immobilien. Und du bist aber auch Diplom-Immobilienwirt. Du hast viele Jahre Erfahrung als Immobilienmakler, bist selber Immobilienbesitzer, was die Sache natürlich spannend macht, dass du auch schon seit 2005 als Berater in dem Gebiet unterwegs bist. Hast auch Erfahrung oder ja, Erfahrung im Bereich Bewertung von Immobilien, hat man deine Expertise sehr häufig zu Rate gezogen. Du bist Autor von Büchern und Kursen, Seminaren rund um das Thema Immobilien. Und inzwischen natürlich auch wirklich ein Experte, wenn es darum geht, Immobilien vor Enteignung, Zugriff. vor Pfändung, Zugriff von Dritten zu schützen. Ja, und deswegen sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass wir dich und dein Team als Experten auch für unseren maßgeschneiderten Immobilienschutz in Verbindung mit der Gründung unserer Auslandsgesellschaften gewinnen konnten. Wir haben natürlich ein paar Fragen an dich. Aber vielleicht die erste Frage. Ist es mir gut gelungen, deine Expertise vorzustellen und deinen Werdegang? Oder hast du noch was zu ergänzen, was ich vergessen habe? Also zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Daniel, dass wir hier miteinander über das Thema sprechen können. Ja, im Wesentlichen hat es gepasst. Ich bin, kleine Ergänzung, ich bin seit 88 in dem Geschäft, vom Immobilienmakler über den Hausverwalter, über den Bewertungssachverständigen, über die Beratung, über viele Schulungen, die ich veranstaltet habe bei verschiedenen Instituten, habe ich eigentlich in dem Geschäft so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Ich bin im Grunde, auch wenn es nicht so schön klingt, ein bisschen Immobilienfachidiot. Aber es hat den Vorteil, dass in dem Bereich mir also wirklich niemand was erzählen kann. Ich das alles schon, denke ich, ziemlich gut einschätzen kann, was da läuft. Klasse, super. Jetzt, als du deine Beratungstätigkeit gestartet hast rund um Immobilien, hättest du dir jemals gedacht, dass sich deine Beratung, mal in dem Umfang wie heute um den Schutz von Immobilien durch den Zugriff Dritter drehen würde? Absolut nicht. Also als ich mit der Beratungstätigkeit begann, das war noch ein bisschen früher als 2005 schon, aber egal, da ging es wirklich um fundierte rechtliche Rahmenbedingungen, die einfach da waren. Also da ging es darum, dass Vermieter wissen wollten, wie funktioniert denn das mit einer Mieterhöhung, wie funktionieren denn Betriebskostenabrechnungen, wie bewerte ich im Einzelfall mal eine Immobilie, auch gegebenenfalls in der Auseinandersetzung mit dem Finanzamt, wenn es um Erbschaft, um Schenkungen, um sonst was ging. Das waren, oder ich hatte viele Makler in den Beratungen, da ging es dann auch um Kundengespräche, um Vertragsgestaltungen, Formulierungen. Also es waren eigentlich Dinge, die haben schon auch Spaß gemacht, weil man konnte sich in einem klaren Rahmen bewegen, der einigermaßen zuverlässig gegeben war. Und dann wusste man, okay, wenn ich so handle, gibt es jene Konsequenz, wenn ich anders handle, gibt es andere Konsequenz. Und das war im Grunde der Start dieser Beratungstätigkeit, der ist auch stark nachgefragt worden. Naja, und wenn mir zu dem Zeitpunkt mal jemand gesagt hätte, ja, du musst da mal irgendwas machen, um das Eigentum, die Immobilie zu schützen, weil da vielleicht mal der Zugriff kommt direkt vom Staat, neben dem, was man als normale Steuer schon kennt, dann hätte ich gesagt, ja, wieso, warum, das ist doch vollkommen abwegig, sowas gibt es nicht. Naja, das Leben belehrt einen doch hin und wieder eines Besseren und genauso ist es mir eben auch gegangen. Wir sehen, ich beschäftige mich inzwischen seit 2013 mit so einem Thema wie zum Beispiel Lastenausgleich und habe mich da ziemlich reingearbeitet und musste eben feststellen, dass diese Gefahr des Zugriffs auf Immobilien durchaus real ist. Und ja, habe da eben versucht, zunächst für eigene Immobilien was zu entwickeln, habe das bei mir angewendet, denke, das ist recht gut geworden. Dann habe ich es angeboten, auch im Beratungskontext. Und wir haben da immer weiter daran gearbeitet und ich glaube, wir haben da heute was ganz gut funktioniert. Klasse, sehr gut zusammengefasst. Jetzt ist ja so, dass es eine ganze Reihe von Mandanten gibt, auch wenn wir so Videos, wir haben einige Videos schon zum Thema Lastenausgleich veröffentlicht und dann liest man immer so die Kommentare. Und da gibt es Leute, die nehmen das sehr, sehr ernst und sagen, ja, es gibt natürlich auch, muss man sagen, aus meiner Sicht schwarze Schafe, die hier zu sehr auf die Angst setzen, die Leute auch vielleicht zu sehr ängstigen mit irgendwelchen Horrorszenarien. Wir versuchen das immer ein bisschen unaufgeregt natürlich auch anzusprechen, dieses ganze Thema, weil wir wissen ja nicht wirklich, wie das Ganze mal kommen soll. Es gibt aber eben auch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich glaube das einfach nicht, das ist alles Humbug, niemals wird es zu einem Lastenausgleich kommen und das ist irreal und also da haben wir die tollsten Kommentare schon gelesen. Wie hoch schätzt du denn eigentlich jetzt die Wahrscheinlichkeit ein? Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, schon über einiges im Webinar vorher sowohl ich als auch der Sebastian erwähnt. Aber wie hoch schätzt du denn jetzt mal, auch als Experte auf diesem
oder überhaupt als Experte auf diesem Gebiet der Immobilien. Wie schätzt du denn das ein, dass es zu so einem Lastenausgleich kommen könnte und worauf stützt du deine Einschätzung? Ja, zunächst mal ist so, ich kann natürlich die Leute verstehen, die sagen, das kommt nicht, das ist Humbug. Ja, ich meine, glauben kann ja jeder mal, was er will. Andererseits gilt aber, selbst wenn ich davon nicht überzeugt bin, was spricht denn dagegen, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die man eben einmal macht und dann ist das Ding einfach durch. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, das wird sich später noch rausstellen im weiteren Gesprächsverlauf, denke ich, das ist vielleicht ein bisschen brutal, aber es ist so, das System, das wir entwickelt haben und das, denke ich, ganz gut funktioniert, funktioniert unter anderem auch deshalb, weil es nicht alle machen. Wenn es alle machen würden, würde die Welt da ganz anders ausschauen. Ja, wie real ist es? Okay, ich sage mal, der direkte Vergleich mit dem Lastenausgleichsgesetz von 52, der hinkt natürlich ein bisschen. Da war der Krieg rum, da war Währungsreform vorher, da gab es tatsächlich Kriegsfolgeschäden, da gab es andere auch gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Maßnahme. Es wird aber irgendetwas in der Richtung kommen, ob es jetzt Lastenausgleich heißt oder anders, wie das heißen wird, das wissen wir heute nicht. Aber wenn wir einfach mal schauen, was bei uns passiert, wenn wir mal schauen, wie die Verschuldung ist unseres Landes, wenn wir gleichzeitig sehen, was aktuell in der Politik läuft, da gibt es ja Leute wie ein Kühnert, die ganz offen von Enteignung sprechen, die Vermietung als irgendwie Betrugsgeschäft betrachten. Wir haben einen Wirtschaftsminister, einen angeblichen, der dafür sorgt, dass Bauen unerschwinglich wird. Wir haben die Situation, dass Industrie ja reduziert wird, zum Teil abwandert. Es scheint eine Zerstörung des Mittelstandes zu laufen, möglicherweise bewusst auf einer Agenda zu stehen. Und es gibt nicht nur viele Firmen, die abwandern oder sich mit Abwanderungsgedanken tragen. Es gibt auch viele Privatleute, die einfach leistungswillig sind und zu den Leistungsträgern gehören und dem Land auch in den Rücken zu kehren. Ihr habt ja immer wieder mit diesen Leuten zu tun. Ihr wisst es ja noch besser als ich. Nur dann fragt man sich natürlich, ja, wo bleibt denn jetzt die finanzielle Basis? Denn der Kapitalstock, den das Land aufgebaut hat, den deine Eltern, meine Eltern und die Großeltern aufgebaut haben, der wird ja offensichtlich zerstört oder zumindest verbraucht. Gleichzeitig ist aber Bedürfnis da, Wohnungen, und die möchten ja auch gerne weiterleben, die Steuerer wie die Maden im Speck. Wo kommt denn dann noch das Geld her? Tja, aus der Substanz natürlich. Es kommt aus der Substanz. Das heißt, es wird über kurz oder lang gar nichts anderes übrig bleiben, als auf die Substanz zuzugreifen. Und am leichtesten abgreifbar ist dann eben das Immobilienvermögen, weil die Immobilie steht im Land. Wir haben im Grunde ein transparentes, hervorragendes Grundbuchsystem. Jede Behörde kann innerhalb von Minuten erfahren, wem welche Immobilie wo gehört. Und aufgrund der Erfassung sämtlicher Immobilien beim Finanzamt ist auch die Wertfeststellung, da arbeiten ja viele jetzt gerade auch ganz intensiv mit der Grundsteuer, überhaupt kein Problem. Das ist letztlich ein Klacks. Naja, und da das so einfach ist, wird das, ähnlich wie es 52 war, da war es ja auch einfach, ergriffen werden als Maßnahme, um einfach das Staatssäckel zu füllen. Es wird über kurz oder lang gar nichts anderes übrig bleiben. Es sei denn, wir bekommen eine enorme Wende. Da muss man aber sagen, ich finde, es ist politisch zwar nicht zu spät, aber es ist schon 11:55. Und ich glaube nicht, dass genügend Leute schnell genug noch erfassen, was da eigentlich läuft. Und das Ding hat einen Drall, den man letztlich nicht mehr bremsen kann. Also dieser Zugriff wird über kurz oder lang in der einen oder anderen Form kommen und Immobilien werden eine erhebliche Rolle dabei spielen, egal wie das Kind dann genannt wird. Mhm. Ja, danke für deine Einschätzung zu dem Thema. Jetzt, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass wir für unser gemeinsames Schutzmodell, das Konzept, verwenden wir eine Auslandsgesellschaft. Das mag für den einen oder anderen erstmal schon ungewöhnlich sein. Also der eine oder andere sagt vielleicht, da muss ich jetzt eine Firma im Ausland, eine Gesellschaft im Ausland gründen und mit der mache ich jetzt dann irgendwas mit meinen Immobilien. Vielleicht gibt es da auch bestimmte Berührungsängste mit dem Thema. Für andere ist das vielleicht schon die zweite, dritte, vierte Firma, die sie im Ausland gegründet haben. Das gibt es natürlich auch. Aber generell jetzt mal meine Frage an dich, auch im Namen vieler Mandanten, Zuschauer, Zuhörer jetzt ja auch im Webinar. Wie beurteilst denn du die Methode zum Schutz der Immobilie, eine Auslandsgesellschaft zu gründen und die einzusetzen? Also ich finde es sogar wichtig, hier mit Auslandsgesellschaften zu arbeiten. Denn wenn das alles im Inland bleibt und dann vielleicht auch grundbuchliche Maßnahmen, die ja erforderlich sind, um die Immobilie zu schützen, ergriffen werden, dann fragt man ja zugunsten, von wem erfolgt denn nun eine solche Änderung im Grundbuch? Das heißt, dann ist unter Umständen diese Immobilie auf einem Umweg über einen anderen oder eine in Deutschland ansässige Gesellschaft doch wieder abgreifbar. Und von dem her finde ich eine Auslandslösung fast schon unabdingbar und noch besser, wenn es außerhalb der EU ist. Ja, sehr schön zusammengefasst. Und
Wir haben das ja bereits im Vorfeld schon erwähnt. Wir werden auch nach unserem Gespräch dann natürlich nochmal das Thema verfeinern und auch auf einige Fragen und Antworten von Zuhörern und Zuschauern dann eingehen, die es dazu geben mag. Jetzt fragt der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer, wie funktioniert das? Also da wird eine Auslandsgesellschaft gegründet. Ich habe jetzt hier meine Immobilie. Also wie kann denn das funktionieren? Was wird da genau gemacht, dass der Zugriff von Dritten, sei es der Staat, sei es vielleicht auch jemand anders, geschützt werden kann? Also wie würdest du da mal zusammengefasst? Wir wollen jetzt natürlich erkennen, wir haben die Zeit jetzt gar nicht, das alles total im Detail zu erklären, aber wie könntest du da mal so eine erste zusammengefasste Erklärung vielleicht geben auf diese Frage? Wie funktioniert das und wie sicher ist das am Ende? Also, zunächst mal muss man sagen, wir haben natürlich das Instrumentarium des Grundbuchs zur Verfügung und auch kein anderes. Also, wenn da irgendwer was anderes erzählt, ist das Käse. Wir müssen letztlich mit dem Grundbuch arbeiten. Dafür ist schon mal Voraussetzung, dass wir überhaupt wissen, was das ist, wie das funktioniert und welche Wirkungen einzelne Maßnahmen im Grundbuch haben. Da wird ja auch ziemlich viel erzählt. Da geht ja alles Mögliche durchs Internet, was man alles machen kann. Zum Beispiel höre ich ganz oft Eintrag in der Eigentümergrundschuld. Nach meinem Dafürhalten vollkommen sinnlos, wenn auf der Immobilie keine Schulden mehr lasten und es wird eine Eigentümergrundschuld eingetragen und da kommt eine Behörde, dann lässt die rauslöschen. Das geht ganz einfach. Ja. Also wenn überhaupt, dann muss man hier schon verfeinern, man muss mit Briefgrundschulden arbeiten, einen Grundschuldbrief aushändigen. Da muss man aber beachten, dass die jemandem ausgehändigt werden muss, dem ich 100% vertrauen kann oder den ich kontrolliere. Und wenn der dann noch im Ausland sitzt, na, dann wird das schon ganz ein guter Einstieg in die Geschichte. Es gibt aber noch mehrere Aspekte, die zu beachten sind. Also man kann arbeiten mit Mietsprachrechten, mit Wohnrechten. Das ist ja so ein bisschen der Standard. Aber ganz wichtig ist bei der Geschichte, die Immobilie ist halt in Deutschland. Und was immer man macht, sie bleibt in Deutschland mit dem deutschen Grundbuch. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form dafür sorgen, dass kein Dritter, wer auch immer das ist, ob das jetzt ein Staat ist, eine Behörde oder eine Privatperson, irgendein Gläubiger, dass oder Erbe, ja, wer weiß, jemand, der sich als Erbe einschätzt, wie auch immer, dass kein Dritter, ohne dass ich es wirklich zulasse, in das Grundbuch reinkommt, zwangsweise. Das kennt ja jeder, die Zwangshypothek, die wird halt eingetragen über Nacht. Und da gibt es tatsächlich Instrumente, mit denen wir dafür sorgen können, dass eine solche Zwangshypothek nicht eingetragen werden kann oder wenn sie eingetragen wird, ich die Löschung veranlassen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Letztlich ist es so, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben und wir um die Immobilie, ich nenne es das schon mal an der Stelle, Burggräben ziehen. Ja? Und das machen wir mit verschiedenen grundbuchlichen Instrumenten. Es gibt seichtere, schnellere Burggräben, es gibt tiefere und breitere. Und da ziehen wir verschiedene Burggräben. Und jeder, der an unsere Immobilie ran will, der muss über die Burggräben drüber und am Schluss ziehen wir einen riesen Burgwall hoch. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer zu überwinden. Und von dem her ist einfach dieser wichtigste Punkt in dem ganzen System die Blockade des Grundbuchs. Und das geht ganz wunderbar unter Hinzunahme einer Auslandsgesellschaft. Das ist der Ton weg bei dir. Mikrofon, naja, klasse. Ja, vielen Dank für die gute Erklärung. Jetzt mit dem Burggraben, das war schon mal ein sehr guter Vergleich, finde ich. Ich greife den jetzt gleich mal auf. Und zwar, jetzt fragen sich natürlich Zuschauer, Zuhörer, Mandanten, wenn wir jetzt so einen Burggraben ziehen, ich kann ja nicht ein Modell eines Burggrabens jetzt einfach auf alle anderen Burgen übertragen. Jede Burg ist individuell. Was sich so eine Burg schon mal angesehen hat, das ist ja gerade das Fantastische, jede sieht anders aus. Und wie schaffen wir das jetzt in unserem gemeinsamen Konzept, dass sozusagen wir nicht so einfach, wie das vielleicht auch andere Anbieter, die es da im Internet gibt, einfach immer wieder das gleiche Template sozusagen da auf alle überstülpen, sondern wir machen da einfach ein, zwei, drei Dinge und das wird dann hoffentlich schon funktionieren. Also wie läuft es bei uns? Vielleicht können wir das jetzt mal ganz kurz erklären. Ich übernehme mal den ersten Teil bei der Beantwortung der Frage schon mal selbst, dass es immer ein individueller Ansatz wird. Und wir beginnen ja, das wäre jetzt mal mein Teil der Antwort, wir beginnen ja immer mit der Gründung der Gesellschaft. Das heißt, das ist die Basis sozusagen, dass wir jetzt sagen, wir gründen eine Auslandsgesellschaft. Wir bieten ja, wie der Sebastian das schon erklärt hat, zwei verschiedene Modelle an. Und jetzt übernehmen wir dort schon eine gewisse Individualisierung natürlich. Das heißt, wir klären dort in einem ganz speziell auf diesen Einsatzzweck angepassten Gesellschaftervertrag und auch eine Mitgliederordnung jeglichen Spezialfall, den es in dieser Familienkonstellation heute oder künftig geben könnte, wird das schon festgetragen. Also es gibt vielleicht heute minderjährige Kinder, die irgendwann in ein paar Jahren dann erwachsen sind und was auch immer die Familie möchte, wenn sie volljährig sind, wenn sie 25 sind, wer darf vielleicht einen Wechsel des Direktors dieser Stiftungs Limited oder dieser US-Gesellschaft dann zum Beispiel bestimmen.
Was passiert, wenn jemand nicht mehr handlungsfähig ist oder vielleicht verstorben ist? Also alles das wird natürlich von unserer Seite da schon eingebaut. Aber jetzt ist natürlich viel wichtiger, dass der Burggraben, den die Immobilie betrifft, also der Immobilienschutz, wie wird denn das gewährleistet, dass es immer genau auf den individuellen Fall passt? Also zunächst mal, dein erster Teil war ja schon wichtig, denn viele individuelle Besonderheiten werden ja mit der Gründung dieser Gesellschaft schon berücksichtigt. Gerade diese Hintergrundgeschichten, familiäre Situationen und, und. Bei uns ist nun so, klar, auch die einzelnen Immobilien müssen unterschiedlich bearbeitet werden. Es geht schon einfach los mit dem Wert der Immobilie. Ne? Also ich sage mal, wenn wir jetzt in einem niedrigeren Preissegment sind, kann man schon mit etwas weniger Instrumentarium ganz gute Zwecke erfüllen, indem man einfach preisreduzierende Instrumente nutzt und dann so ein bisschen mit der Hoffnung lebt, die stirbt ja bekanntlich als letztes, dass man vielleicht unter Freibeträge kommt, die da mal kommen. Dennoch bleibt es dabei, darüber hinaus muss immer das Grundbuch blockiert werden. Das ist natürlich jetzt auch, ich sage mal, im Großen und Ganzen schon ein Vorgang, aber er muss immer wieder an die jeweilige Immobiliensituation und vor allen Dingen an die Grundbuchsituation, die ja bei einer Immobilie schon vorherrscht, angepasst werden. Und wenn hier jemand dieses Schutzmodell nutzen möchte, na gut, ich denke, ihr werdet da ein paar Informationen zur Verfügung stellen, die ihr von uns bekommt. Und es gibt dann auch noch, ich weiß jetzt nicht, ob du auf das schon angespielt hast in der Frage, aber es schadet ja nicht, wenn ich es an der Stelle sage. Also es wird einiges schon beantwortet werden durch ein FAQ-System. Ich werde dazu ein Video machen, wo man das ein bisschen genauer erklärt, wie es funktioniert. Und wir werden für diejenigen, die es immer noch nicht reicht, auch eine Infoveranstaltung durchführen, vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat, je nachdem, wie die Nachfrage ist, wo man wenige Leute zusammenfassen, so dass jeder seine Fragen da stellen kann und wir uns individuell auf die jeweilige Situation auch einstellen können. Genau, und das Gute ist eben auch im Vergleich zu vielleicht anderen Anbietern, dass bei dieser Online-Veranstaltung eben sowohl Experten aus dem Immobilienbereich als auch aus dem Gesellschaftsbereich dabei sind, sodass wir dort eben auch alle Fragen, die irgendwie aufkommen, gemeinsam und dann eben final beantworten können. Genau, wie geht es dann weiter? Also ich kann halt auf den letzten Schritt dann zu sprechen. Also die Ergebnisse, bei einigen wird vielleicht der erste Schritt schon reichen. Das heißt, das Informationspaket klärt schon so viele Fragen, die FAQs klären schon so viele Fragen, dass in vielen Fällen, das zeigt auch unsere Erfahrung bei zurückliegenden Mandanten, dass eigentlich dann schon klar ist, was zu tun ist. Der Mandant eigentlich nicht mehr verunsichert ist, sondern genau auch weiß, was er will. Ja. Sollte es eben diese Online-Veranstaltung noch geben dazwischen, spätestens dann haben wir das individuelle Konzept für den Mandanten fertig. Und vereinbaren eben den Notartermin. Und genau. Das ist ja auch das Gute, dass wir da gemeinsam im Prinzip für Mandanten, die nicht einen eigenen Notar haben, eben da auch das Angebot haben, direkt für den Mandanten Notartermin zu vereinbaren, der in vielen Fällen auch begleitet wird, sodass er da nicht alleine hin muss. Also ganz wichtig. Richtig zusammengefasst, Thomas? Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt, der Notar. Da muss man unheimlich vorsichtig sein. Ich habe ja viele Kunden erlebt, die dann mit dem Notar versucht haben, irgendwas umzusetzen. Und die Notare sind oft sehr abweisend. Wenn es merken, es geht da um einen Vermögensschutz, vielleicht sogar irgendwie im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich, man muss sich schon ganz klar machen vorher, was man dem Notar erzählt. Aber viel schöner ist natürlich, wenn ich einen Notar habe, der einfach das Ganze im Kontext erfasst und auch daran arbeitet. Und das ist bei uns so. Wir haben jemanden, der das übrigens auch mit uns noch ausgefeilt hat über Monate hinweg. Und das ist derjenige, mit dem wir hier arbeiten. Hat, sage ich auch gleich an der Stelle, das ist kein Verknappungsgerede. Aber er hat natürlich immer noch ein bestimmtes Kontingent, das wir dann auch machen können. Also von dem her, ja, es geht halt nur innerhalb eines bestimmten Rahmens. Bisher kommt man so ziemlich alle bedienen, aber da muss man sich im Klaren drüber sein. Und vom Ablauf her ist halt so, wie du gesagt hast, wenn der Kunde sich entschieden hat, ja gut, dann braucht der Notar eben die Daten. Wir bereiten das dann vor, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und dann geht es halt zu dem Notar. Möglicherweise mit einem Geschäftspartner von mir, also so ist zumindest geplant, damit da wirklich auch von der Betreuung her einschließlich der Anfahrt alles zum runden Paket wird. Klasse, super. So ist das. Und du hast das ganz richtig angesprochen. Es ist also sowohl bei, sagen wir mal, in eurem Team, was den Immobilienschutz betrifft, als auch in unserem Team, was Gesellschaftsgründung betrifft, natürlich dadurch, dass viele jetzt noch vor Ende des Jahres was tun wollen, weil ja diese Änderung des Lastenausgleichsgesetzes, wie es oftmals so im Volksmund genannt wird, ab 1.1.24 gilt und manche der Meinung sind, man müsse, um eine höhere Schutzfähigkeit zu haben, vorher noch handeln, gibt es natürlich auch einen gewissen Auftragsstau. Ja. Und wir können jetzt einfach nur sagen, also wir können jetzt sicherstellen, dass unter den Zuschauern, Zuhörern, die jetzt heute im Webinar sind, 20
Mandanten, die heute beauftragen, die können wir auch innerhalb der nächsten ein, zwei Monate noch abarbeiten. Ja, wir sind bemüht, unsere Kapazitäten noch zum Ende des Jahres zu erhöhen. Aber es ist einfach so. Es nimmt halt seine Zeit in Anspruch und deswegen nur jetzt auch unser Appell. Also wer jetzt die Dringlichkeit erkennt, wer weiß, dass er sowieso was tun will, dann hat er die Möglichkeit, entweder heute direkt am Ende des Webinars da auf unseren Bestellbutton zu klicken oder mindestens einen Beratungstermin nochmal zu vereinbaren oder eben noch ein Informationspaket anzufordern. Ne? Also, aber wie gesagt, die Zeit, wer sowieso besser schlafen möchte, gerne, weil ihn das sehr beunruhigt, dann ist es anzuraten, das zu tun. Genau. Hast denn du noch eine letzte Botschaft an unsere Zuschauer, an unsere Zuhörer, an unsere Gäste? Tja. Ja, hängt mit einer Frage zusammen, die du am Anfang schon gestellt hast, nämlich ob ich mir das hätte vorstellen können, dass sowas mal überhaupt zum Thema wird. Da möchte ich anknüpfen. Ich kann es mir lange nicht vorstellen. Heute ist mir klar, dass es anders ist. Und viele von uns, und dazu gehöre ich letztlich ja auch, haben einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, sich Vermögen aufzubauen. Denn wenn man das nicht hätte, dann wären wir heute auch in dem Webinar. Und viele haben es gemacht aus dem Grund, ja, zusätzliche Altersversorgung oder überhaupt Altersversorgung, in die Richtung gehen die Gedanken oder man will dann auch Kindern was hinterlassen und so weiter. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, muss man in der zweiten Lebenshälfte oder vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten, nachdem man dann endlich auch mal zum Großteil sich entschuldet hat, feststellen, ja, das könnte ja jetzt gefährdet sein. Plötzlich muss ich mich damit beschäftigen, das, was ich mir jetzt mein Leben lang geschaffen habe, zu schützen. Möglicherweise zu verteidigen gegen den Zugriff von irgendwelchen unfähigen, aber immer gierigen Dritten. Und an der Stelle kann ich nur sagen, gut, keiner von uns weiß sicher, was kommt. Und keiner weiß, wie die Sachen ausgestaltet sind. Aber wenn ich diese Möglichkeiten nutze, die ich jetzt habe, dann mache ich es halt. Gehe da einmal ran, erledige das, habe anschließend das Bewusstsein, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich habe mich bestmöglich geschützt und ich bin vorbereitet. Weiß auch, was zu tun ist, wenn die Situation dann eintritt. Und dann würde ich sagen, vergessen wir doch das Thema. Wir beschäftigen uns doch, und das weiß ich von vielen Teilnehmern und auch Zuschauern meiner Videos, wir beschäftigen uns viel zu viel mit diesem Zeug. Das ist doch nicht das Leben, oder? Das Leben macht doch viel mehr aus. Schauen wir mal ein bisschen auf die schönen Dinge, die es auch im Leben gibt. Dann erledige ich das vorher, beschäftige mich nicht mehr damit, denn mehr kann ich nicht tun, es ist abgehakt und ich konzentriere mich dann wieder auf die schönen Dinge und freue mich auch am Leben. Auch wenn wir in ein bisschen schwierige Zeit gehen, wir werden durch eine Nadel überdurch müssen, aber in der langfristigen Betrachtung wird das Ganze auch wieder alles recht gut werden und ich sehe das insgesamt positiv, auch wenn es zwischendurch mal hart wird. Tolles Schlusswort, vielen Dank, Thomas. Dann, generell vielen Dank, dass du bereit warst für uns, für unsere Gäste, für unsere Mandanten, jetzt hier mit uns zu diesem Thema zu sprechen. Wie gesagt, jeder, der jetzt hier dabei ist und das zuschaut, wird uns wiedersehen, dann möglicherweise in dieser Online-Veranstaltung, wenn er noch mehr Fragen hat, als im FAQ-Part behandelt werden. Und ansonsten generell steht es ja jedem frei, auch bei uns nochmal nach einem Beratungsgespräch direkt anzufragen, wenn jemand noch ganz, ganz individuelle Fragen hat, ganz, ganz sicher sein will. Aber ansonsten vielen herzlichen Dank und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Genau, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank dafür, dass wir da reden konnten und vielen Dank an die Zuschauer, dass sie mir hier zugehört haben und uns zugesehen haben. Also, bis bald.